Das heißt also, wie viele Waffen haben wir? Doch, wir haben schon. Ach so, wir haben eine Handwaffe. Das ist neu. Eine Waffe, zwei Waffen, drei Waffen, vier Waffen. Wir haben doch vier Waffen, oder? Waffenfeld. Ich hoffe schon, dass wir vier Waffen haben, weil dann kann ich wieder mein typisches Gedöns machen. Also Charlie, Sniper, normale Sturmgewehr halt und halt dann, weiß ich nicht, vielleicht ein MG oder vielleicht. Vielleicht Pfeilbogen, genau. Ach, hier kann, also ich kann doch mehrere Dinge nehmen. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, das ist so ein kleiner Bunker. Ah, genau, da haben wir ja gesehen, dass wir hier runtergetragen wurden. Okay. Ja, gut. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu dem Typen. Ah, hier ist noch was. Warum ist hier wieder das. Jedes Faktor ist so viel zu lesen. Auch bei Faktor 4 beim Anfang war es so. Okay, also bei Primer. Einheimische kämpft um sein Recht erfasst. Ach, das Thema. Richard Dutch Roosevelt. Das ist er. Okay. Verbrachte wegen Missachtung des Gerichtes 2 Nächte im Gefängnis, nachdem er für sein Recht stritt. Regenwasser in einer Anlage zusammen, die der Staat seinerseits als Stause definiert hat. Mr. Roosevelt hat dieses Wassersammeln ohne entsprechendes Befugnis betrieben und damit aufs eklatantes, keine Ahnung, Befugnis betrieben. Die Gesetze von Montana gebrochen, sagte der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garcia. Mr. Roosevelt bestreitet die Vorwürfe. Stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garcia. Aha. Irgendwer ist voll sein. Bitte antworten, wenn mich jemand hört. Alles klar. Over. Hört mich jemand? Hier ist Dutch. Oh, Anrufbeantworter. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Wer ist Ray Ray? Das ist Anne. Huh. Also hier. Aha. Was für Mary? Ich dachte, wer. Alter, ich blicke noch nicht durch. Anne, habe ich jetzt da gepeilt, dass das die Frau ist oder wer ist das? Das ist auch eine Tochter, das? Hm. Bisschen safe, ich will da rein. Ach du heilige Scheiße. Aha! Das ist doch hier der Boss. Kann er wieder das? Kann er wieder das? Okay. Jacob Seed. Das ist ja der Soldat. Aha. Der älteste der Gebrüder Seed ist für die Ausbildung ihrer Milizen oben in den Whitetail Mountains verantwortlich. Das einzige, woran er glaubt, ist, die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei traumhafte Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun, die von der Sekte Chooch genannt werden. Monsterwölfe zu tun? Sekte Chooch. Chooch, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aha. John sieht der Täufer? Der jüngste der Gebrüder sieht, ach, das sind mehrere, und womöglich auch der sadistischste, ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen, säubern, beichten, büßen. Dies sind die 4 Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er Mitglied der Eden's Gate werden kann, sofern er dann überlebt. John befiehlt jedem, die Macht des Ja zu akzeptieren, damit seine Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, den er will. Ein waschechter Psychopath. Es ist aber alles die gleiche Sekte, oder? Die Gebrüder arbeiten alle. Die Brüder halten alle zusammen, kann das sein? Und das ist die Schwester von denen, oder? Faith. Eris Edge, hallo? Nee, die Sirene, weißt du? Keiner weiß, wie da der Verwandtschaftsgrad aussieht. Aha. Anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Ach so. Sie erzählt rührselige Geschichten, aber Faith ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einem den Verstand mit Bliss. Alle, die den Henbarn River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad, um einer dieser hirntoten Angels zu werden, die die ganze schwere körperliche Arbeit für die Sekte übernehmen. Was? Alle diese...
enden entweder tot oder beschädigt wird, um einer dieser Hirntoten Angels zu werden. Aha. Und das ist Joseph Seed, ja, das weiß ich jetzt auch, der Vater. Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project at Eden's Gate. Ah, okay, das ist also doch, das ist alles eine Sekte, okay. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art moderner Noah. Mhm. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben. Er hat seine Anhänger 3 riesige Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden, wenn seine Prophezeiung wahr wird. Der Typ hat sie einfach nicht alle. Anhänger 3 riesige Bunker bauen lassen. Aha. Also er ist der Typ, der was hier die ganze Zeit denkt, hier, die Welt geht unter, bla, und Gott spricht zu ihm und er soll dafür sorgen, dass die Typen erlöst werden. Und deswegen killt er sie, dass sie halt erlöst werden. Aha. Großer Kollaps bevorsteht. Und der Kollaps ist wahrscheinlich der Weltuntergang. Er glaubt, Gott wird das. Und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Und retten heißt bei dem Typen, also killen. Jetzt. Wo seine Ernte begonnen hat und seine Anhänger sogar bereit sind, für ihn zu sterben. Aha. Alles klar. Alles klar, okay. Und wir sollten den Psychopathen erledigen, das wäre eine Idee. Okay. Deputy, wir müssen reden. Deputy, really? Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Ah. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Bei mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Nice. Schau dich an, sobald du dich orientiert hast. Alles klar. Das heißt, die Dienste verfügbar, leck mich. Alles klar, also ja. Aber warum entführen die unsere Typen? Also anscheinend leben doch noch alle. Aber warum entführen die sie? Wenn der Typ ja sie erlösen will, dann killt er sie einfach und fertig. Sind sie erlöst. Oh, okay, keine Ahnung. Gut, also die drei, also die zwei sind sowieso die Geschwister, die Brüder von dem Pimmelgesicht. Und sie ist einfach dazugekommen. Alles klar, Faith. Mhm. So, warte mal. Wie hieß der Typ? Jacob und John. John und Jacob. Alle mit J, wollte mich verarschen. Joseph, Jacob, John. Cool. Und Faith, okay. Gut, so, warte mal hier. Hey, das ist. Ist das hier jetzt. Das ist doch hier so ein Ding, oder? Warte mal. Karte, ja, Inventar, ne? Dutch, also Schlüssel, warte, ich dachte, das ist jetzt irgendwas anderes. Alles. Das? Ja, das weiß ich. Ja, Markov-Wurfgeschossen bieten eine tiefergehende Auswahl. Schalte mit. Ja, weiß ich jetzt auch schon, okay. Dich da draußen. Es wird ja. Peggy's. Sie sind bereit für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Alles klar, das. Ah, okay. Die Typen von der Sekte, das sind die Peggy's. Alles klar. So langsam kapier ich's. Gut. Ich wieder aufs Waffenrad. Achso, ja, okay, er ist draußen. Gut, 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 gut. Warte mal. Ich habe jetzt einen Schlüssel, warte mal. Wo war denn jetzt diese eine Tür, was verschlossen war? Wo war denn die? Warte mal. Da ist der. Ne, hier nicht. Verdammt, weil ich jetzt so einen geilen Orientierungssinn habe, Alter. Hier irgendwo dann. Ja, hier ist das. Hier. Alles klar, sehr gut. Mach auf. September? Stimmt der Kalender? Keine Ahnung.
Pistolmunition, okay. Ich sammle ja Sachen, aber nicht mal einen Plan habe, dass ich die aufsammle. Nicht schlecht. Und das ist hier anscheinend, das sind die Truhen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Auch Pistol, gut. Brief an Dutch. Dad, wir. 20. Jänner 2016, okay. Dad, wir werden dich nicht mehr besuchen. Das letzte Mal hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Was? Wir halten dir. Wir halten. Das ist ein T, das sieht aus wie ein L. Wir hatten dir gesagt, dass wir nicht wollen, dass Rick eine Waffe abfeuert, aber du hörst ja einfach nicht. Er hätte sich umbringen können. Mein Sohn wird nicht im festen Glauben aufwachsen, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Er ist 5 Jahre alt und hat Albträume wegen eines Atomkriegs. Was stimmt bloß nicht mit dir? Ich dachte, das hätten wir hinter uns, aber du änderst dich nie. Anne hat eine Stelle in einer Universität in Texas angenommen. Ich finde dort auch leicht Arbeit. Die Adresse schicke ich dir nicht. Es tut mir leid, Dad. Ich hoffe, dass du eines Tages die Hilfe bekommst, die du brauchst, Robbie. Aha, die Familie glaubt also, dass. Ach so! Das ist also so ein Waffenfreak und hat seinen Sohn, Ricky, eine Waffe gegeben, okay? Robert hat es mitbekommen, bla bla bla. Ich weiß nicht, wer Anne ist. Ist das jetzt die Tochter? Ist das seine Frau? Bei Universität in Texas kann jetzt alles sein. Das kann jetzt erwachsen sein, kann jetzt aber auch nicht erwachsen sein. I don't know. Aber trotzdem check ich nicht, was der dann hier die ganze Zeit labert mit Mary oder so. Oder was auch immer für einen Namen. Naja, gut. Ist auch nicht schlecht. Geil gemacht. Wenn ich hier eine Tür aufschließe, dann muss ich hier dagegen laufen, sonst mache ich es einfach normal auf. Cool. Cooles Detail, was sie angebaut haben. Finde ich nice. Ist bis jetzt Top Game. So, ja, Top Game, wenn ich hier rausfliegt, wird meine Fresse. Hier. Oder? Hier. Alles klar. Gut, dann gehen wir raus in die Welt. Und jetzt geht es eigentlich ab mit Open World. Wow, ist das grell. Leck mich am Arsch. Mich ein bisschen erinnert, das ist ein Fallout. Aha. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du Wir werden. hast im Grunde 4 Möglichkeiten. Was? Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie 2 verdammte Schreine gebaut. Oder nehmen Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Aha. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay. Muss ich jetzt alles machen? Kann ich alles machen oder muss ich jetzt eine Sache nur machen? Das ist die nächste Folge. Na egal. Also ich versuche alle zu machen, weil. Pff, why not? Gut, also rette Zivilisten, okay. Sektenbesitz, da brauche ich wahrscheinlich Sprengdinger oder so irgendwas. Schließe Mission ab, muss ich ja sowieso machen wahrscheinlich. Und Außenposten, okay. Ja, okay. Okay. Ah, Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Oh. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. Richtung Süden, alles klar. Ich feiere das irgendwie doch, dass es hier keine Minimap mehr gibt. Ich dachte immer, wie ich das erste Mal gehört habe, oh, ohne Minimap ist ja voll scheiße. Aber nee, ich feiere das. Ich feiere das. Wie war das? Oh. Stacholertich. Aha. Weil jetzt muss man sich wirklich mal umsehen hier in der Welt. Und nicht einfach so die ganze Zeit auf die Minikarte schauen, wo ist jetzt hier was? Nee. Find ich gut. Find ich gut. Ich dachte immer, das ist ganz der Scheiß, aber nee, finde ich gut. So. Wie komme ich auf die Karte? So komme ich auf die Karte, oder? Ja. Aha. Widerstandspunkte, Zomen. Warte, weiter komme ich nicht raus. Nicht wahr? Weiter komme ich gar nicht noch. Okay. Okay. Was haben wir hier? Logbuch. Was? Story Mission. Ach so, das sind die Story Mission. Ignorieren. Aha. Die haben wir schon alle gemacht. Trifft Dutch und erhält einen Lagebericht. Entkomme der Sekte. Bin ich noch immer verwirrt. Ist das jetzt. Ich
muss noch mal hier, dann, wenn, wenn